Im Jahr 1483 landete der portugiesische Entdecker Diego João an der Mündung des Kongo und beanspruchte die umliegenden Gebiete für Portugal. Dann segelte er den Kongo-Fluss aufwärts und stellte fest, dass es ein Problem mit seinem Anspruch gab. Diese Gebiete wurden bereits von einem Volk bewohnt, das in einem strukturierten und gut funktionierenden Staat lebte. Ein Königreich mit einer Hauptstadt namens Mbanza, das bereits 60.000 Einwohner zählte und damit genauso groß war wie Lissabon. Dies war der erste Kontakt zwischen Europäern und dem Königreich Kongo. Diego schickte 4 seiner Leute als Botschafter zum König des Kongo und nahm 4 Kongolesen mit zurück nach Portugal, um als Botschafter des Kongo-Königs beim König von Portugal zu dienen. Ein Jahr später und 590 Meilen nördlich der Kongo-Mündung errichtete ein anderer Portugiese, Alvaro Camina, eine portugiesische Siedlung auf der Insel São Tomé, die vor der Goldküste liegt. Auf São Tomé gab es keine einheimische Bevölkerung. Zunächst wurde die Insel als eine Art Gefängniskolonie für Menschen genutzt, die aus Portugal vertrieben wurden, weil sie als unerwünscht galten, wie zum Beispiel portugiesische Juden. Da es sich um eine Vulkaninsel handelte, waren die Böden fruchtbar und förderlich für den Anbau und die Ernte von Nutzpflanzen, vor allem Zucker. Und hier kreuzen sich die Geschichte des Kongo und die Geschichte Portugals, die mit 2 Innovationen die Welt veränderten. Die Portugiesen etablierten Plantagen auf São Tomé. Riesige Netzwerke von Nutzpflanzen, die von einer zentralen Verarbeitungsstruktur betrieben wurden, um die Produktion durch den Einsatz von Monokulturen und den Missbrauch von Zwangsarbeit zu maximieren. Doch es gab ein Problem. Die ersten Zwangsarbeiter waren vertriebene jüdische Kinder, die starben. Und irgendwann gingen Portugal die Juden und andere Unerwünschte, die sie auf die Plantagen von São Tomé zwingen konnten, aus. So dass sie begannen, die Küste Westafrikas zu befahren, Afrikaner aus den Küstendörfern zu entführen und sie zur Arbeit zu zwingen. Und genau dort trug das Königreich Kongo seine eigene Innovation bei. Es unternahm Raubzüge tief in Afrika, entführte Männer, Frauen und Kinder und verkaufte sie an die Portugiesen. Hier wurde der transatlantische Sklavenhandel geboren, bevor er tatsächlich transatlantisch wurde. Das Modell, Zuckerplantagen mit afrikanischen Sklaven zu betreiben, war so unglaublich profitabel, dass die Portugiesen es in ihren südamerikanischen Kolonien kopierten, wo die Spanier sie kopierten und schließlich alle die Spanier kopierten. Die Portugiesen mussten zwar die Wirtschaft und das Konzept der Sklavenplantagen mit anderen teilen, aber über eines behielten sie die Kontrolle, den Sklavenhandel. Nun, nicht ganz allein. Der kongolesische König konvertierte zum Katholizismus, aber sein Verhältnis zu den Portugiesen war etwas angespannt. Er weigerte sich, die Polygamie aufzugeben, wie es die portugiesischen Missionare verlangten, und er weigerte sich auch, die politische Struktur des Kongo, eine Wahlmonarchie, in eine Erbmonarchie umzuwandeln, wie es die Missionare wünschten. Als der König starb und einer seiner Söhne den Thron mit Hilfe seiner Mutter und eines Bürgerkrieges für sich gewann, konvertierte er das Königreich zum Katholizismus, geriet jedoch weiterhin in Konflikt mit den Portugiesen. Und zwar wegen des Sklavenhandels, der seiner Meinung nach vollständig vom Kongo-Königreich kontrolliert werden sollte, und war verärgert über portugiesische Sklavenüberfälle in seinem Königreich. Er wollte ein Sklavenhandelsmonopol. 2 Könige später, in den 1550er Jahren, wurde das Kongo-Königreich zu einer absoluten Erbmonarchie und schloss ein militärisches und wirtschaftliches Bündnis mit den Portugiesen. Die Kongo-Könige führten Raubzüge in Afrika durch, um Afrikaner zu fangen, sie an die Küste zu transportieren und an die portugiesischen Sklavenhändler zu verkaufen, während die Portugiesen das Kongo-Königreich bei seinen Sklavenrazzien militärisch unterstützten, aber nicht selbst auf Raubzüge gingen, um Afrikaner zu entführen. Dies war der Beginn eines der lukrativsten Handelsabkommen in der Geschichte der Menschheit. Fast 2 weitere Jahrhunderte lang hielten die Portugiesen und die Könige des Kongo ein nahezu vollständiges Monopol auf den transatlantischen Sklavenhandel. Die Spanier, die Niederländer, die Franzosen und die Briten betrieben zwar alle Sklavenplantagen, aber es waren die Portugiesen, die diese Sklaven verschifften und bei denen man sie kaufen musste. Die Portugiesen wiederum kauften die meisten ihrer Sklaven von den Königen des Kongo. Die Plantagenwirtschaft in der neuen Welt wurde zur Grundlage der ersten globalisierten Wirtschaft. Und der Treibstoff, der sie am Laufen hielt, waren Afrikaner. Der Reichtum, den die Kongo-Könige durch ihren Diebstahl anhäuften, war legendär. Sie lebten in Palästen, umgeben von Elfenbein, dem Silber Südamerikas, dem Gold Mexikos, der Seide Chinas, dem Kunsthandwerk Arabiens und den Gewürzen Indiens. Ihre Botschafter waren Ehrengäste in vielen europäischen Königreichen und noch heute kann man ihre Porträts in der portugiesischen Nationalgalerie bewundern. Aber man kann ihre Porträts nur in Portugal und einige in Brasilien sehen.
Also wo sind die Kongo-Könige jetzt? Die Kongo-Könige waren Teil der ersten modernen Wirtschaft, aber aufgrund ihrer Rolle haben sie sich nie modernisiert. Die Portugiesen führten die Kongo-Könige in Technologien wie die Navigation, das Rad, den Pflug und den Buchdruck ein, aber die Kongo-Könige übernahmen diese Technologien nie. Es gab einfach keinen Grund, dies zu tun. Die gesamte Wirtschaft basierte auf der Entführung und dem Verkauf von Afrikanern in die Sklaverei, so dass es keinen Grund gab, Felder zu pflügen und in die Landwirtschaft zu investieren, keinen Grund, Schiffe zu bauen und zu segeln, keinen Grund, Karren zu bauen, die Waren auf dem Landweg transportierten, und keinen Grund, Bücher zu drucken. Es gab jedoch eine importierte europäische Technologie, die die kongolesischen Könige sehr schnell übernahmen und in vollem Umfang nutzten. Das Gewehr. Ausgerüstet mit diesen Waffen und mit dem Wissen, wie man sie herstellte und benutzte, wurden die Sklavenüberfälle noch effizienter, um Afrikaner zu entführen und in die Sklaverei zu verkaufen, aber auch um Konkurrenten gewaltsam zu unterdrücken und die Kontrolle über die Sklavenwirtschaft zu erlangen, wodurch die Region zunehmend destabilisiert wurde. Die Wirtschaft wurde auf die Institution der Sklaverei in ihrer Gesamtheit aufgebaut. Die Kongo-Könige manipulierten sogar die Märkte, um ihre Gewinne zu steigern, indem sie den Verkauf von Sklaven während der karibischen Erntesaison zurückhielten, um die Preise künstlich in die Höhe zu treiben und dann mehr Sklaven mit größerem Gewinn zu verkaufen. Doch da die Wirtschaft vollständig auf der Sklaverei beruhte, wirkte sich die Sklaverei auch tief auf die Gesellschaft und die politischen Strukturen aus. Das Kongo-Königreich war eine absolute Monarchie, mit einer Aristokratie, die als Statthalter der verschiedenen Regionen fungierte. In den 1560er Jahren wurde die Monarchie zwar erblich, doch die Gesetze des Königreichs waren nicht so richtig kodifiziert. Die Besteuerung war daher völlig willkürlich. Neue Steuern wurden immer dann erhoben, wenn der König jemanden etwas wegnehmen wollte oder aus anderen wahllosen Gründen. Es gab eine Steuer, die jedes Mal bezahlt werden musste, wenn dem König der Hut vom Kopf fiel. Diese willkürliche Art des Regierens verhinderte weitere Investitionen oder Innovationen in Wirtschaftsbereichen außerhalb der Sklaverei. Warum sollte man in Pflüge investieren und die Landwirtschaft ausbauen, wenn der König einem alles, was man aufgebaut hat, aus einer Laune heraus wegnehmen kann? Diejenigen, die dem König missfielen, wurden enteignet und mit ihren gesamten Familien in die Sklaverei verkauft. Durch die Sklaverei wurde ein autoritärer Staat noch autoritärer und die Gesellschaft zog sich immer mehr zurück. Ironischerweise dezentralisierte sich mit der Zentralisierung der Staatsgewalt in der Gestalt des Königs die Gesellschaft. So zogen die Adligen und das Volk aus den Städten weg. Sie entfernten sich so weit wie möglich von den Straßen, um dem Sklavenhandel nicht selbst zum Opfer zu fallen oder seiner willkürlichen und gewalttätigen Natur oder Opfer der willkürlichen, absoluten Macht derer, die ihn kontrollierten. Westafrika floh aufs Land, zersplitterte in Segmente und während es den verbleibenden Teilnehmern an der globalen Wirtschaft, die durch die Sklaverei angeheizt wurde, gelang, sich durch die Entwicklung anderer Sektoren zu modernisieren und zu erneuern, stagnierte das Kongo-Königreich. Als die Sklaverei von den Kunden des Kongo-Königreichs abgeschafft wurde, brach der Kongo-Staat zusammen. Verschiedene kleine aristokratische Staatsgebilde entstanden, die sich in einem ständigen gewaltsamen Kampf um das, was übrig blieb, bekämpften. Die Praxis, die Nachbarn zu überfallen, ihre Leute zu entführen und ihren Reichtum zu stehlen, wurde fortgesetzt. Nur dieses Mal innerhalb des Königreichs selbst. Das Banditentum wurde zur Haupteinnahmequelle des Reiches. Obwohl das Königreich bis ins 20. Jahrhundert hinein dem Namen nach weiter existierte, war es in den 1800er Jahren kaum mehr als eine Ansammlung sich ständig streitender Kriegsherren, die, als die französischen Kolonialbeamten eintrafen, keine Mittel hatten, um der Kolonialisierung einen einheitlichen Widerstand entgegenzusetzen. Der letzte der Kongo-Könige wurde zum machtlosen Vasallen der Portugiesen, während der Rest seines Landes zwischen Franzosen und Belgiern aufgeteilt wurde. Als die Kongolesen 1914 rebellierten, schlugen die Portugiesen die Rebellion nieder und machten das Land zum Teil der Kolonie Angola. Verstärkt durch die Kolonialherrschaft sind die Korruption und der Verfall, den die Sklaverei in diesem Land angerichtet hat, bis heute zu spüren. Der Kongo ist ein Land, das nicht in der Lage ist, sich zu zentralisieren, sich zu vereinigen, die Fremdherrschaft und die Ausbeutung seiner Ressourcen und Völker zu beseitigen und das, verstärkt durch das Erbe des Kolonialismus, weiterhin von Bürgerkriegen, Ausbeutung, Anarchie und Armut heimgesucht wird. Vom legendären Reichtum der Könige des Kongos ist nichts übrig geblieben. Am 14. Februar 1945 lief die USS Quincy in den Suezkanal ein. An Bord befand sich der amerikanische Präsident Roosevelt, der nicht mehr lange leben sollte. Er war persönlich gekommen, um ein Treffen zu leiten, das seiner Meinung nach für die Zukunft der Vereinigten Staaten und die Entwicklung einer Weltwirtschaft,
die den Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg Paroli bieten könnte, von entscheidender Bedeutung war. Auf dem Schiff traf er sich mit König Abdulaziz ibn Saud und die beiden Männer trafen eine Vereinbarung. Die Saudis würden den Vereinigten Staaten und ihren europäischen und asiatischen Verbündeten Zugang zu ihren Ölfeldern gewähren, um Öl zu verkaufen, und im Gegenzug würden die Vereinigten Staaten militärische Hilfe leisten und die Verteidigung Saudi-Arabiens gegen alle seine Feinde sicherstellen. Das Öl von Saudi-Arabien, den Emiraten, Kuwait, Oman und Katar wären der Treibstoff für den Aufbau der Weltwirtschaft des 20. Jahrhunderts. Die Könige von Arabien erlangten durch diesen Handel einen nahezu fantastischen Reichtum. Sie lebten in Palästen, umgeben von all dem Luxus des modernen Zeitalters. Aber keiner von ihnen hat Innovation hervorgebracht oder Wirtschaftszweige außerhalb des Energiesektors geschaffen. Ihre Paläste wurden von Ausländern gebaut, ihre Luxusgüter wurden von Ausländern hergestellt und von Ausländern importiert. Der enorme Reichtum wird genutzt, um die ärmeren Nachbarn zu bestechen und so die politische Entwicklung in der gesamten Region stagnieren zu lassen. Sie kontrollieren den Energiemarkt rücksichtslos und manipulieren die Preise, um ihren eigenen Reichtum zu sichern. Aber auch, um die Konkurrenz von außen zu unterdrücken. Es wird nichts hergestellt und es werden auch keine Technologien übernommen, in die weiter investiert oder verbessert werden. Die einzige Innovation, die sie schnell und gerne annahmen, waren die von den Amerikanern bereitgestellten Waffen, mit denen sie alle, die ihnen nicht gefielen, auf Linie brachten und die Region destabilisierten, um verschiedene Todesschwadronen zu bewaffnen und zu finanzieren. Ihre politischen Systeme sind absolut, autoritär, obsolet und stagnierend. Der enorme Reichtum, den sie erlangt haben, hat dieses System nur noch absoluter, autoritärer, obsoleter und festgefahrener werden lassen? Die Gesetze, die sie durchsetzen, sind willkürlich. Bürgerliche Freiheiten sind ein Fremdwort und alles, was man an Reichtum aufgebaut hat, kann einem jederzeit wieder weggenommen werden, wenn der König es wünscht. Folglich werden alle nennenswerten Investitionen der Bürger fast vollständig im Ausland gebunkert. Diejenigen, die dem König missfallen, werden verbannt, verschwinden im Kerker oder werden ermordet. Die Zivilgesellschaft hat sich infolgedessen in private Wohnungen zurückgezogen, und zwar im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags, der ihr garantiert, dass sie in Ruhe gelassen wird, solange sie nichts tut. Eine Öffentlichkeit, eine Zivilgesellschaft oder einen öffentlichen Raum gibt es folglich nicht. Die Zivilgesellschaft ist zersplittert und dezentralisiert, mit einem tiefen Misstrauen gegenüber allen, während der Staat allmächtig und zentralisiert bleibt, solange er mit dem Geld aus den Brennstoffen weiterläuft. Wenn sie weiterhin von diesen Energieträgern leben, wird die Zukunft von Saudi-Arabien und den arabischen Golfstaaten die des Kongo sein.